Hallo, willkommen bei Leonos Fit Creations. Heute machen wir diese Windrädchen aus Fondant und Esspapier. Was du benötigst, ist ein Viereck aus Esspapier in der gewünschten Größe und mit dem gewünschten Muster, ein Stück Zuckerpaste in der Hauptfarbe deines Esspapier, Piping Gel, eine Schere, ein großes gerades Messer, ein Holzstab für die große Windrad oder Zahnstocher für die kleinen Windrädchen und einen Rollstab. Rolle die Zuckerpaste etwas 2 mm dick aus und gucke, ob dein Esspapier-Viereck drauf gut passt. Drehe das Esspapier umherum und streiche das ganze Papier mit Piping Gel. Arbeite ziemlich schnell, damit das Piping Gel nicht austrocknet, und klebe es sofort auf die ausgerollte Zuckerpaste. Achte darauf, dass du von der Mitte nach außen arbeitest, um Falten zu vermeiden, und sei sicher, dass alle Ecken gut haften. Schneide nun die überschüssige Zuckerpaste mit dem Messer ab und schneide alle vier Ecken mit der Schere ab. Um es richtig zu schneiden, schneide eine Linie aus der Ecke heraus und richte die Schere auf die gegenüberliegende Ecke. Schneide nur 2/3 und nicht bis in die Mitte. Tu das mit allen vier Ecken. Klebe jetzt die erste Ecke in die Mitte des Quadrats mit etwas Piping Gel. Achte darauf, dass du immer die gleiche Seite jedes Dreiecks faltest. Das bedeutet, wenn du die rechte Seite des ersten Teils gefaltet hast, falte alle rechten Seiten der 3 anderen Teile weiter. Für die Mitte kannst du eine kleine Kugel, eine kleine Blume oder einen Zuckerknopf verwenden. Verwende einfach eine Silikonform, um dein Leben zu erleichtern, und klebe es mit Piping Gel in die Mitte deiner wunderschönen Windrad. Wenn deine Falten zu flach sind, kannst du immer ein Küchentuch oder ein Stück Schaumstoff reinstecken, damit die Loops etwas runder austrocknen. Wenn du sie auf eine Torte oder einen Cupcake kleben möchtest, sollst du sie mindestens 12 Stunden trocken lassen und erst dann einen kleinen Ball Zuckerpaste machen und auf die Rückseite der Windrad stecken, zusammen mit einer Zahnstocher für die kleinen oder einer Holzspieß für die größeren Windräder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vergiss bitte nicht, einen Kommentar zu schreiben, einen Like auf das Video zu geben und den Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Danke und bis nächste Woche!